In der Klemmbausteinwelt findet man dieser Tage eine recht stattliche Anzahl an Waldhütten bzw. Waldhäuschen. Gibt man das Stichwort Wald beispielsweise bei Blue Bricks in die Suche ein, finden wir dort die Waldhütte von Funhole, welche ich hier vor kurzem auch schon vorgestellt habe, und gleich drei Sets von Panbo. Von Lego kann man die Finnhütte erwerben und ich entdecke gerade, dass auch Mold King ein Waldhaus ins Portfolio bringt, mal ganz zu schweigen von den vielen Varianten schicker Baumhäuser, welche wir von diversen Anbietern bauen können und die ich auch mal in diese Reihe mit einrechne. Und neulich bin ich bei meinem Einkauf im kleinen Lagerlädchen von klemmbaustein-welt.de auf drei Sets diesen Typs von Morg gestoßen und ich dachte so... Nanu, Nanu! Ja, Nanu, Nanu, das sind ja die exakt gleichen Modelle wie die von Panbo und klar, daraus schließen wir, dass Panbo und Morg unter ein und demselben Dach wohnen, vermutlich in China in einer Waldhütte, aber diese Morg-Sets kosten alle einen Zehner weniger und deshalb habe ich mir da mal eins geschnappt, um es euch vorzustellen. Dieses Häuschen gefiel mir optisch am besten, die Forest Cabin mit der Nummer 031073, 1668 Teile mit Beleuchtung und dann schauen wir mal in den Karton. Alles drin, was man so braucht, eine kartonfüllende Menge an Tüten mit Klemmbausteinen, eine gedruckte Bauanleitung und es hat hier drei Bauabschnitte und das Ganze wird auf 81 Seiten abgehandelt. Im PDF gibt es bei Morg ja keins, also muss der Kollege hier wieder ran und weil das schon erledigt ist, hüpfen wir fix in den ersten Bauabschnitt, welcher mit 12 Tüten daherkommt. Nach 10 Minuten und 13 Bauschritten hier schon der erste Cut, weil diese Grundfläche aus dutzenden Plates erinnert mich sehr stark an Designs von Martin für die Mittelalterwelt. Kein ödes Rechteck oder Quadrat, das gefällt mir jetzt schon richtig gut. Also weiter geht's. Beim Fundament des Häuschens gefällt mir, dass hier vereinzelt kleine Vorsprünge Akzente setzen. Auch das erinnert ein wenig an die Mauerbauweise von Martin, aber wollen wir mal nicht so tun, als wäre das Martins Erfindung. Ich schildere nur, woran mich das erinnert. Die Wände wachsen bereits und wir sehen anhand der seitlichen Noppen, dass wir später fein vertäfeln. Und als Interieur haben wir bereits ein Fässchen, vermutlich mit Wein. Insgesamt sieht das klasse aus. Ein Kamin, ein Tisch, ein Sessel und Wanddeko. Nichts Ausuferndes, aber nice. Etwas enttäuschend empfinde ich die Tatsache, dass zwar die Veranda fein gefliest ist, aber nicht der Innenraum. Und sowohl der Sessel innen als auch jener auf der Veranda sind konstruktionsbedingt nicht angenobbt, sondern stehen lose rum. Und das Set wird hinten offen sein. Um diesen Fakt abschließend bewerten zu können, müssen wir es fertig bauen und dementsprechend tun wir das auch. Und im zweiten Bauabschnitt haben wir wieder 12 Tüten, wobei eine nicht gilt,
weil die nur ein Teil, vermutlich ein ursprünglich vergessenes, beinhaltet. Das Obergeschoss gefällt mit seinen Winkeln, der hohen Decke, hat ein Bettchen und ein Nachtschränkchen. Das Bild ist ein Print und sowieso ist alles, was hier auf Steinen und Fliesen zu sehen ist, Prints. Denn Sticker gibt es keine. Die Qualität der Steine geht in Ordnung und ich habe in letzter Zeit ja diverse Morg-Sets gebaut. Solange keine heiklen Konstruktionen gebaut werden sollen, funktionieren die einwandfrei und darüber hinaus gab es auch ganz selten Probleme. Süß auch die Kuckucksuhr oder was das darstellen soll und weil es ein entspanntes Bauen ist, fahren wir auch gerne fort. Bevor ich in den Endspruch des zweiten Abschnitts einsteige, hier mal kurz die Optik bis hierhin. Der kleine Verschlag neben dem Haus hat sein Dach, ist hinten offen wie der Rest des Hauses und das Obergeschoss ist vertäfelt und auf das Untergeschoss aufgesetzt. Das sieht alles nett aus, das lässt sich super verbauen und mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu vermelden. Also, dann weiter. Oha, der Bau der beiden Dächer, das war eine, ja wie drücke ich mich aus, eine seltsame Erfahrung. Zunächst sollte ich qua Anleitung die Plates mit diesen Dingern hier fixieren und das klappte ja nun mal eher gar nicht. Die hielten nicht, dauernd viel mehr was von der Konstruktion ab. Aber ich ließ mich nicht beirren, habe dann weitergemacht und die Fliesen haben dann die Dächer zusammengehalten und erst dann haben die Dinger darunter festen Halt bekommen. Wie ging das denn vonstatten? Ich verstehe es offen gestanden nicht. Aber das hier ist nun tatsächlich stabil, schaut nach meinem Empfinden gut aus und insofern hake ich den Bauverlauf ab nach dem Motto, Hauptsache am Ende wird alles gut. Und damit auf in den dritten und letzten Bauabschnitt, in dem wir es mit neuen Tüten zu tun haben und wir sehen es schon am Inhalt, jetzt wird der Wald unsere Waldhütte gebaut. Bevor es an die Bäume geht, wurde noch fein dekoriert. Zwei Büsche, Graselemente, ein Hund ist in seine üppige Hütte eingezogen, es gibt einen Brennholzstapel, ein Treppchen rauf zur Veranda, ein Lagerfeuer und eine weitere Sitzgelegenheit. Das alles wirkt jetzt lebendiger und ich finde, hier wurden die Akzente sehr entsprechend gesetzt. Nun also an die Bäume. Zunächst mal das Positive. Ich mag den Look des Baumes. Sowohl die Trauerweiden-Ästhetik, wobei das bei der schmalen Form natürlich keine ist, aber ihr wisst, wie ich das meine. Und die Farbe gefällt mir auch. Ich würde die Bauerfahrung nicht zwingend als negativ bezeichnen, aber der obere Teil war tricky, was zum einen daran liegt, dass die Teile nicht die erforderliche Klemmkraft besitzen, als dass hier beim Anbringen der Elemente alles makellos halten würde.
und zum anderen sollte man nicht exakt nach Anleitung bauen. Der Trick ist, man baue bis zum oberen Kranz, wie in der Anleitung gezeigt, und das letzte Stück behutsam zusammensetzen und final ebenso behutsam aufnoppen. Eventuell nach dem Einsetzen in den dafür vorgesehenen Stappen. Ein Baum fehlt noch, also ran ans Werk. Und mit dem zweiten Baum geht der Bau auch schon zu Ende. Knapp 3,5 Stunden reine Bauzeit und es war alles in allem eine freudenspendende Angelegenheit. Der zweite gelbe Baum ließ sich im Übrigen absolut entspannt bauen. Das lag schlicht daran, dass der obere Teil anders konzipiert ist, eben weniger tricky. Das Beleuchtungskit ist exakt dasselbe wie jenes aus dem Science Museum von Morg und auch hier sagt die Anleitung, dass man das Teil nach Belieben verlegen soll, kann, darf. Der Effekt ist dann auch eher in der Kategorie ganz nett einzuordnen und ich denke, mehr will Morg hier auch gar nicht erreichen. Wir sind ja hier nicht bei Funhole. Tja, und nun haben wir ein nach hinten offenes Haus und alles, was ich hier sehe, sagt mir, es ist ein halbes Haus. Und das soll so, und wenn man den Leuchtstrang weglässt, können Kids damit durchaus auch spielen. Ich persönlich bin ja kein Spielkind und als Displayset in einem Regal kann das Häuschen durchaus punkten, denn die Optik von vorne und den Seiten, die finde ich schon sehr gelungen. Der Preis geht für mich durchaus in Ordnung, aber hierin steckt eine zentrale Frage für mich. Hat irgendjemand von euch lieben Menschen da draußen dieses Modell von Panbo gebaut? Und wenn ja, ist das Panbo-Set, bis auf den Karton vermutlich, mit diesem hier absolut identisch? Ich meine, die Teileanzahl ist exakt gleich, die Bilder weisen keinerlei Unterschiede auf und gewiss sind Panbo und Morg ein und derselbe Verein. Aber da wäre noch der Preisunterschied von 10 Euro. Ist Bluebricks tatsächlich derart draufschlagend? Oder ist Klemmbaustellenwelt derart günstig? Oder gibt es irgendwelche Unterschiede? Es ist mir aktuell ein Rätsel. Wie dem auch sei, ich hatte Spaß hiermit. Ich mag Morg. Sie haben nicht die großartigsten Steine, aber sie haben nette Sets, die einem Spaß bereiten. Und mehr will ich ja gar nicht. In diesem Sinne bin ich der Koch und auch heute mal wieder raus.